Fragen. Johannes Berger ist der mit Abstand beste deutschsprachige Poetry Slammer, der nebenbei noch Jazzbratsche studiert. Er wird auch in 20 Jahren noch, wenn er an der Theke nach einem Bier fragt, seinen Ausweis zeigen müssen. Das ist aber nicht schlimm. Sein Kontrahent, Julius Fischer, der hat schon Preise für seine Texte bekommen, da konnte ich noch nicht mal meinen Namen schreiben, das ist jetzt nicht so lange her. Dafür muss er in Leipzig, wo er wohnt, schon sehr lange suchen, bis er eine Kneipe findet, die ihm überhaupt noch Alkohol ausschenkt. In diesem Sinne, Applaus für unsere beiden Gäste und für die 7. Folge von Lokalrunde. Kann ich euch hören? Hier ist Stimmung im Raum. Wir sind wie immer im Haus 73 in der Schanze in Hamburg. Es ist mega heiß. Ich habe ein Handtuch. Das werde ich benutzen. Ich gebe das dann auch rum, damit die Leute das auch benutzen können, weil wir nur dieses eine haben. Lokalrunde, wer von euch noch keine Folge gesehen hat, ist eine Art Poetry Slam, bloß ein bisschen geiler. Wir haben zwei fantastische Gäste, die heute gegeneinander antreten, um die Gunst des Publikums kämpfen. Wir werden jetzt gleich eine Wette abschließen. Jeder von euch hat ein kleines Glas bekommen, so einen kurzen. Mit dem könnt ihr gleich auf einen Kandidaten setzen. Und wenn dieser Kandidat gewinnt, dann gibt diese Person euch am Ende einen aus. Dafür müssen wir einmal ganz kurz die Gäste noch mal kurz kennenlernen. Warum sollten die Leute heute auf dich setzen? Das ist eine sehr gute Antwort, Johannes. Diese Antwort war ein bisschen zu gut. Vielleicht überlegst du dir noch eine andere, die nicht ganz so gut ist, damit Julius noch eine Chance hat. Johannes, warum gewinnst du heute diese Lokalrunde? Das ist genial, meine Damen. Applaus. Das ist Johannes Berger. Julius, du musst dem nicht viel entgegensetzen, aber sag ganz kurz, warum sollte das Publikum heute mit ihrem kleinen, kurzen Glas auf dich setzen? Ich habe oft genug Menschen enttäuscht und ich möchte das heute das erste Mal nicht tun. Ja, das Publikum ist auf jeden Fall mit dir. Wen hast du als letztes enttäuscht? Meine Kinder. Wow, indem du sie einfach die Toilette runtergespült hast. So, ich bitte euch, eure Gläser jetzt auf die Seite des Tisches zu stellen, bei der ihr glaubt, dass der Gewinner sitzt. Jetzt geht es nur noch darum, wer beginnt von euch. Und deswegen werden wir es auslösen. Ich habe in meinen Händen ein Streichholz. Aber nur in einer Hand. Johannes, du bist der Zuletztgeborene, deswegen darfst du entscheiden. Wenn du die Hand mit dem Streichholz erwischt, dann muss Julius anfangen. Wenn nicht, musst du anfangen. Tippe auf eine Hand. Oh. Aber du kriegst einen creepy Handshake. Das heißt, wir beginnen mit Johannes Berger und seinem Freund Malte. Applaus bitte! Ja, hallo. Schön, dass ich hier heute auftreten darf. Das erste Mal, Julius, als ich dich gesehen habe, daran kannst du dich wahrscheinlich nicht erinnern, ich habe dich zu Hause in meinem Bett gesehen. Doch, daran kann ich mich erinnern. Das war... Bei YouTube. Und ich habe ein Video von dir gesehen, du hast so eine Textreihe, die heißt Ich hasse alle Menschen. Oder Ich hasse Menschen. Und das hat mich ziemlich traurig gemacht, weil du einfach so ein schöner Mensch bist. Und ich es einfach nicht verstehen kann, wie jemand, der so toll ist, Menschen hassen kann, ja. Und deswegen habe ich eine große Popballade geschrieben für dich. Nur für dich heute. Und sie heißt Julius. Ja, ich weiß, ich bin nicht so kreativ, aber es beginnt wie jede gute Popballade mit einem Bratschen-Intro. In einer Zeit weit vor meiner Geburt erblickte einst ein Pummelchen das Licht der Welt. Blaue Augen, rote Wangen und blondes Haar, gleich ein Barockengel, der vom Himmel fällt. Und wenn das stimmt, was man in Geschichten so erzählt, war er zudem auch noch überaus begabt. Konnte schreiben, konnte singen und spielte gut Klavier. Anton Hofreiter in sexy und auch smart. Und alles flog ihm so zu, ob privat oder beruflich. Er war jung und es lief nie so wirklich schlecht. Ob Männer oder Frauen, alle lagen ihm zu Füßen, frei nach dem Motto, it's funny, cause he's fat. Plötzlich kamen Zweifel, die er nicht verstand, weil er immer dachte, das wird sicherlich mal groß.
aber plötzlich war er alt und zudem noch aus Gera und so schob er es auf andere und wurde Misanthrop. Julius, warum hast du alle Menschen? Die Welt ist schön und du bist es doch auch. Klar, das Glück kennt seine Grenzen. Doch dass du aus dem Osten bist, dafür kannst du ja nichts. Dafür bist du fast noch jung. Dafür bist du fast erfolgreich. Du schreibst unfassbar schöne Songs, bei denen ich vor Ehrfurcht erbleich. Ich wollt's dir einmal sagen, drum hör mir bitte zu. Wenn ich mal groß und dick bin, werde ich hoffentlich wie du. Der natürliche Verfall holt uns alle ein, doch dein Bart verdeckt Falten und ist lässig. Manchmal ein bisschen ungepflegt und fettig, doch neben Christian Meyer wirkst du fast wie Brad Pitt und neben André Herrmann wirkst du fast schon happy. Mein Gott, du bist aber wirklich polygam. Die schönsten Wanderwege der Wanderhure, ein autobiografischer Roman. Und was du alles schon gewonnen hast, beeindruckend und krass, darüber muss man gar nicht reden. Deutscher Meister im Team 2011, 2012 und dann noch den Rostocker Korkenzieher in Bronze. Aber sei nicht traurig, du holst ihn dir ja bald in Gold. Vielleicht war die Welt 2010 noch nicht bereit. Immerhin spielst du jetzt in einer Band mit Marc-Uwe Kling, der vielleicht den Erfolg mit dir teilt. Julius, warum hast du alle Menschen? Die Welt ist schön und du bist es doch auch. Klar, das Glück kennt seine Grenzen. Doch dass du aus dem Osten bist, dafür kannst du ja nichts. Dafür bist du noch fast jung. Dafür bist du fast erfolgreich. Du schreibst unfassbar schöne Songs, bei denen ich vor Ehrfurcht erbleich. Ich wollt's dir einmal sagen, drum hör mir bitte zu. Wenn ich mal groß und dick bin, werde ich hoffentlich wie du. Rückung! Julius, warum hast du alle Menschen? Die Welt ist schön und du bist es doch auch. Klar, der Spaß hat seine Grenzen. Doch hinterm Horizont wartet der nächste Kabarettpreis. Dafür bist du fast zu jung, dafür bist du zu erfolgreich. Du schreibst unfassbar schöne Songs, bei denen ich vor Ehrfurcht erbleich. Ich wollt's dir das letzte Mal sagen, drum hör mir bitte zu. Wenn ich mal groß und dick bin, werde ich hoffentlich wie du. Alter, ist das alles nass. Malte am E-Piano und Johannes Berger aus Hannover hier. Das war unser erster Song von unserem Song Battle. Ihr habt schon gemerkt, das Ganze ist so ein bisschen gemein. Man battelt sich ja hier nach wie vor bei der Lokalrunde. Und wir sind alle sehr gespannt, was Julius Fischer da jetzt entgegenzusetzen hat. Wir rasten vollkommen aus und einen 10-Punkte-Applaus für Julius Fischer.
Also ich kann schon mal sagen, es ist ja folgendermaßen, dass das Erste, an das ich gedacht habe, ist, ich sah ja auch mal so aus wie du, also ohne die Brille, aber genau. Und deswegen habe ich gedacht, dass, was kann ich dir für väterliche Tipps mitgeben? Und das kommt dabei raus. Wir sind total unterschiedlich. Ich bin alt, du bist zu niedlich. Wenn mein Feuer nicht mehr brennt, wirkst du immer noch wie ein Abiturient. Ich könnte fast dein Vater sein, aber will ich das? Ich glaube nein. Müsst mich ständig um dich kümmern, ein Drücker würde dich zertrümmern. Menschen wie dich kann keiner leiden, als Vater würde ich dich meiden. Wenn das nicht ginge, wär beschissen, aber dann würde ich dich halt dissen. Ich wünsch dir deshalb Kraft für die nächsten 5 Minuten. Ich hoffe, du kriegst nicht wieder Nasenbluten. So wie das letzte Mal, als wir uns getroffen haben. Da war es auch schon nach 8. Ich habe mich mit dir beschäftigt, körperlich wirkst du nicht kräftig. Nicht bleibt an dir dauerhaften, Jüngling ohne Eigenschaften. Du bist alles, was ich hasse, die 212er Abschlussklasse. Aufgewachsen mit Computer, hilflos ohne WLAN-Router. Stille Wasser sind tief, so wie's das Sprichwort will. Doch wenn ich dich so anschaue, sage ich, stille Wasser sind vor allem super langweilig. Du und ich, wir sind ja so verschieden. Hätte ich dich nicht getroffen, hätte ich dich wohl gemieden. Wir haben absolut nichts gemeinsam. Mal ganz abgesehen davon, wir wollen mich beide nicht als Feind haben. Boom. Nein, nein. Du hast eine Ausbildung in Bratsche, weshalb ich dazu neige, zu sagen, du spielst offensichtlich gern die zweite Geige. Du übst zu Haus die Partytour und ich geh raus auf Partytour. Deine Lieblingsharmonie ist A-Dur, bist eine Kreuzung aus Kendrick Lamar und pur. Du wärst gerne Gangster, der Harte, der Teite. Wegen dir wechseln Omas die Straßenseite. Sie fliehen nicht vor dir, sie kommen zu dir hin, denn du hast vom Frühstück noch etwas Ei am Kinn. Und das putzen sie dann ab. Omas tanzen auf deinem Grab. Du und ich, wir sind ja so verschieden. Hätte ich dich nicht getroffen, hätte ich dich wohl gemieden. Wir haben absolut nichts gemeinsam. Mal abgesehen davon, wir können beide nicht rappen. Aber ich will das ja auch nicht beruflich machen. Schau dich an, kleiner Mann, hast wieder diese roten Kinderwangen. So wie Neuer, wenn er grad versucht, einen Freistoß aufzufangen. Kriegst du auch Tränen in die Augen, wenn du zu schnell Cola trinkst? Kannst du nachts manchmal nicht schlafen, wenn dir keiner etwas singt? Musst du beim Autofahren brechen, weil du Eis und Cola mischst? Musst du regelmäßig zum Lokopäden, weil du das so komisch sprichst? Öffnest du deine Zimmertür und lässt das Flurlicht an? Rennst du immer statt zu gehen, hast du auch beim Sex diese Wangen? Du bist Harry Potter in Blond. Hör auf meine Worte, mein Patronus ist ein Burger, deiner eine Benjamin Blümchen-Torte. Nur echt von Koppen, Rad und Wiese. Du und ich, wir sind ja so verschieden. Hätte ich dich nicht getroffen, hätte ich dich wohl gemieden. Wir haben nur eines gemein. In einen angesagten Club kämen wir aus unterschiedlichen Gründen beide nicht rein. Es ist vollbracht, wir haben beide Songs gehört. Die Jury, unsere Fachjury, ist jetzt in der Pflicht. Ihr habt eure Täfelchen, ich bitte euch, einen Namen draufzuschreiben und am besten den Namen eures Favoriten, also Johannes oder Julius, nur damit das nochmal klar ist. Und natürlich wählt ihr den, der ja, euch am meisten zugesagt hat, was seinen Song betrifft. Nicht einfach nach optischen Gründen gehen oder wer mehr geschwitzt hat. Und dann werden wir gleich sehen, wer von den lieben Leuten im Publikum jetzt ein Glas Whisky bekommt, wer die Lokalrunde bekommt. Die, ja, das ist quasi schon die Siegerehrung. Wir gucken, wer gewinnt in Folge 7 von Lokalrunde. Bitte entblößt eure Wertung.
Und wir haben einmal Johannes und zweimal Julius. Das heißt, wir rasten vollkommen aus für Julius Fischer. Richtig, Daniel, richtiger Moment. Die Lokalrunde ist eröffnet. Wir sehen uns wieder nächste Woche mit der Folge 8. Das ist dann der Diary Slam. Da treten mit ihren Tagebüchern an Helene Bockhorst und Viktoria Lene Bergemann. Dann wieder moderiert von Leonie Warnke. Nächste Woche, wir sehen uns. Bis dann.